Oh, es ist soweit. Hey, oh meine Freunde, herzlich willkommen zurück zum geklautesten Projekt aller Zeiten hier, die Sims 4. Ne? Wer die Ironie verstanden hat, war sicherlich ein Zuschauer der letzten Folge. Und ich möchte mich für euren ganzen Support einfach mal bedanken. Ihr habt wieder auf die Likes gehauen. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank für eure Unterstützung da draußen, dass es Leute gibt, die mich unterstützen. Dafür möchte ich mich einfach mal bedanken. Miko, du hast jetzt mal Zeit, dich hier um deinen Sohn zu kümmern, weil dem geht's irgendwie halt immer dreckig, ne? Und seine Blase müsste mal entleert werden. Allerdings verstehe ich halt nicht so ganz. Warte mal. Stimmt. Ich habe ja logischerweise all eure Kommentare gelesen. Moment. Kinderstuhl. Da. Kinderstuhl. Und den packen wir mal. Moment. Nein. Nur den einen Stuhl. Ja, gut. Nur den einen Stuhl. So, zack, zack und zack. So. Oh mein Gott, was? Ich habe hier irgendwas gerade geklaut. Von irgendwo. Ich weiß nicht. Egal. Hier ist es auf jeden Fall Licht. Okay, gut. Miko. Kann man hier Revinzeit Essen geben? Ach du Scheiße, ich fass es nicht. Natürlich stopfen wir ihn mit Chips voll. So, so muss es denn. Was? Wow! Die Geekorn ist am Start. Oh, da gehen wir. Oh, können wir da? Nein, Mann, da will ich mit Patrick hingehen, weil das ist ja ein Geek. Festival-Info. Programmier-Marathon. Ultimativer Spieltest. Schnelle Fähigkeit aufbauen zu den Sternen. Oh Gott. Wir könnten. Ah, nee, wir haben eine Rakete. Das haben wir selber gebaut, weil wir einfach geil sind. Kann ich mit jemandem. Nein, lade bis. Kann ich nicht. Oh, wo ist denn. Mit Patrick dorthin gehen? Komm, wir gehen da jetzt mal mit Patrick hin. Aber, der Kollege, der Patrick, der ist ja eigentlich in der Schule. Deswegen frage ich mich gerade, wie soll das gehen? Wie soll Patrick, das ist echt eine gute Frage. Wie soll Patrick da hingehen? Also, Leute, würdet ihr es feiern? Oh nein, Patrick ist beschäftigt. Jetzt bin ich da. Wer bist du denn hier? Ist das Prinzessin Leia? Stell dich mal vor. Ach was, die haben sich hier alle verkleidet. Hallo, stopp. Ich habe auf Stopp gedrückt. Freunde, okay. Ganz kleiner Moment. Ein Gedankenspielchen. Balu ist auf der Arbeit. Basti ist auf der Arbeit. Miko ist gerade weggegangen von zu Hause. Patrick ist in der Schule. Kevin ist in der Schule. Und der kleine Revinzeit. Ach du Scheiße. Der ist einfach allein zu Hause. So ein Kleinkind allein zu Hause lassen. Miko, sag mal, geht's noch? Das kann ja nicht wahr sein. Können wir den irgendwie nachholen? Ja, bring ihn hier hin. So, genau. Da ist er. Gut. Okay. Kann ich den steuern? Zur Tagespflege gehen? Oh, der ist müde. Mach mal die hier. Ah, oh, nee. Ich gebe ihn. Ja, geh in die Tagespflege. Ich glaub. Okay. Der war nicht alleine, der war nur in der Tagespflege. Okay. Was ist das hier? Bau? Ach du Kacke. Die bauen noch fettere Raketen. Himmel beobachten. Was gibt's hier für Möglichkeiten? Essen bestellen. Festival-Shirt kaufen. Gibt's hier auch irgendwas Cooles noch? Was ist das da? Spiel spielen. Okay. Also, so eine Minigamescom kann es sein. Also halt eine Geekcon. So. Also auf jeden Fall haben wir hier mit Prinzessin Leia schon mal Freunde. Ah ja, hier Cosplayerin, ne? Also es ist in Wirklichkeit Nina Caliente. So. Ja. Wer bist du? Geh mal bitte weg. Ich rede mit Prinzessin Leia. Okay.
Oh ne. Mach einen Witz über Pi. Du weißt ja natürlich, was es ist, meine Gute. Du weißt es. Ja, ja, Pi, ne? Wer kennt Pi nicht? Ich meine, dadurch, dass Revi oft in die Hose macht, kennen wir natürlich Pi Pi. So. Okay. Ich bin dafür, wir werden mit dieser Rakete hier das Weltall erkunden. Weil wir haben zu Hause haben wir nur so eine hässliche Rakete. Die hier finde ich um einiges geiler, muss ich sagen. Deswegen, Nico, das machst du jetzt mal bitte. Steig ein. Los! Ja! Auf geht's! Wir spielen vor und dann erleben wir Abenteuer im Weltall. Seltsame Wendungen. Fehler. Nach einer gefährlichen Reise in die tiefsten, dunkelsten Ecken zwischen Raum und Zeit ist Miko von der hintersten Kante der Zeit abgeprallt und fliegt ihre Reiseroute nun in umgekehrter Richtung wieder zurück. Die Rakete durchquert ein Trümmerfeld. Was ist hier geschehen? Frag vor Blei, Weltraumkampf. Was war? Oh, oh, oh. Bin ich ja mal gespannt. Die Rakete treibt wie ein zeitreisender Lachs durch den unerbitterlichen Fluss der Kausalität, bis sie von Trümmern umgeben ist. Was ist hier geschehen? Auf Lebensscan. Oh, finden wir Außerirdische? Die Ergebnisse zeigen, dass das Schiff einst den Boreanern gehörte. Geschöpfe aus reinem Bohr. Diese wissenschaftlichen Daten sind sehr nützlich, da bislang wenig über die Kreaturen des fünften Elements bekannt ist. Die Scans werden aufgrund der Ergebnisse fortgesetzt und die Rakete zieht sich aus dem Wrack zurück. Was ist zuvor geschehen? Durch Unterraum geworbt? Keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Kommt sie wieder heil zurück? Zoom! Okay. Die sicherste Methode zu reisen, als die Triebwerke aktiviert sind, wird durch einen Lichtblitz die Zeitpolarität umgekehrt. Miko fliegt wieder in die richtige Richtung und muss dafür sorgen, dass der Strom der Zeit intakt bleibt. Was soll sie tun? Hyperantrieb verwenden. Los! Oh oh. Chronologischer Widerspruch. Nein, das ist nicht passiert. Ein Rütteln erschüttert das Raumschiff und es zerlegt es in seine Einzelteile. Oh oh. Kommt wieder. Na, alles gut. Okay, wir haben's anscheinend überlebt. Was ist das da? Was ist das? Blickblock. Was ist das? Freunde, Moment kurz. Ich will wissen, was ist... Warte mal. Das da. Ich will wissen, was ist das? Nein. Was? Ich kann hier umbauen. Ich will wissen, was das ist. Motion Gaming. Wie heißt das Teil? Das ist doch der Wahnsinn! Alter! Das ist echt cool. Alter, da bist du in einem... Ey, wie heißt das Teil? Ich will das für mich zu Hause kaufen. Das ist bombastisch, Leute. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Alter, hat sie gerade Geld... Wollte gerade sagen, sie hat gerade Geld bekommen. Ja, ist klar. So, geh mal nach Hause. Ich wollte eigentlich mit Patrick hierher kommen. Allerdings hat es ja nicht so ganz funktioniert, ne? Oh, oh, oh. Mann. Klicke auf die Angelschilder. Oh, das könnte man auch mal machen. Angeln und so. So, geh mal bitte einfach schlafen. Du bist nämlich müde. Basti ist wieder zu Hause. Wo ist er denn? Ah, okay, da. Dem geht's relativ in Ordnung. Hier. Was ist mit dem los? Das soll essen. Hier, setz dich da hin. Hier hintragen. Ah, er isst ja gerade. Okay, gut. Oh! Es ist soweit! Oh ja. Oh krass! Alter, wie sieht Baloo aus? Alter, Freunde.
Habt ihr das gesehen? Baloo ist nun ein Vampir. Ach du meine Güte. Das ist geilo! So, Baloo, mein Freund. Du hast hier Vampirenergie. Aber du kannst auch nicht raus. Warte mal, wir verwandeln ihn mal. So, dunkle Form zeigen. Ah, das ist geil. Das sieht sogar richtig cool aus damit. Haha, Baloo. Guck mal in den Spiegel, geht das? Versuch mal dich zu beruhigen, mal gucken, ob er sich im Spiegel überhaupt sieht. Ja, er sieht sich halt nicht im Spiegel. Das ist geil. Ohne Witz, richtig cool gemacht von Sim. Was ist denn mit Revi los? Okay, du bist saumüde, deswegen gehst du mal schlafen, ja? Hast du noch das Bild von deiner Mutter eigentlich an der Wand? Nee, wo hängt denn das? Gerade keine Ahnung, wo das hängt. Oh, wir brauchen noch einen Sarg für Baloo. Und wir brauchen definitiv weitere Bilder hier. Damit wir wieder Geld verdienen. Ich werde jetzt erstmal wieder Zeit damit investieren, mehr Geld zu verdienen. So. Hopp, auf geht's. So. Komm schon. Basti, bist du fertig? Gut. An Kunstgalerie verkaufen. Was macht er denn jetzt? Nein, du sollst es verkaufen. Revi geht's gut. Oh, er will irgendwas mit einem Bär. Okay, gut, Basti, wenn du es verkauft hast, dann ist gut. So. Baloo, ey, das ist der Wahnsinn. So. Kevin schläft hier. Okay, ja, soll er halt mal schlafen. Miko schläft da. Alles gut. Soweit. Okay. Gut. Bin zufrieden. Baloo ist jetzt einfach mal ein Vampir. Das gefällt mir. Absolut. Ihr habt gesagt, die ganze Familie soll ein Vampir werden. Das heißt, als nächstes müssen wir mal Miko beißen. Immer nacheinander, Freunde. Alles nacheinander. So. Genau. Verkauf für 500. Komm. Baller mal noch mal ein mathematisches Diagramm. Bringt es was? So, los, spul mal vor. Hopp. Warum? Revi, nerv nicht. So, komm, ein mathematisches Diagramm. Oh, er hat in die Windel gekackt, mal wieder. Alles klar. So. Weiter, weiter, weiter. Oh, ja. Sehr geil. Wann bist du fertig? Was hat er jetzt? Oh, er nötigt Nahrung. Oh, ja, kümmern wir uns gleich drum. So, verkaufen. So. Oh, hat überhaupt nichts eingebracht. Er braucht Nahrung. Kann man Vampir eigentlich beißen? Geht das? Naja, geht nicht, ne? Wie beiße ich denn jetzt am besten jemanden? Da laden wir am besten jemanden ein. Und zwar... Oh, den da haben wir schon mal eingeladen gehabt. So. Halt, stopp. Okay, da ist wieder am Start. So. Sag, er soll reinkommen. Wo ist er denn? Hier, Vampir und jetzt Plasma trinken. So. Los, Basti. Los. So. Beiß ihn, los. Ja! Fein, fein, fein. Genau so muss es sein. Und jetzt Basti kann's. Lol. Er hat sich gesehen einfach und dreht um. Haha. So. Basti geht da rein und schlaft. So. Genau, los. Ab, du musst wieder hier Vampirenergie sammeln. Weil sonst gehst du drauf, ne? Das wollen wir natürlich nicht. So, Baloo, der Schlingel, der hat auch Durst. Was machen wir da am besten? Kann der eigentlich von Patrick trinken? Interessiert mich mal. Soll er mal gucken, bitte. Ob Patrick schon fähig genug ist, Vampir zu werden. So. Hey, mein Sohn. Ich trinke von dir jetzt Plasma. Los, trink Plasma. Los. Los. Hä? Jetzt geht er pennen. Jetzt steht er wieder auf. Trink von deinem Sohn das Blut. Gut, Baloo. Oh, wir können gleich noch Punkte verteilen. Sehr schön. Baloo, tut gut, oder? Tut, glaube ich, echt gut. So.
Nice, okay. Baloui kriegt jetzt noch hier Punkte. Und zwar, stets willkommen, ne? Halluzinationen, Fledermausgestalt, Persönlichkeit. Das könnten wir mal machen hier, das da. Oder was ist das da? Weniger Vampirenergie verbrauchen. Machen wir das hier einmal. Und das hier einmal. So. Genau. Baloui werden wir ein bisschen anders skillen. Ja, ich bin zufrieden, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Zeigt's mit einem bombastischen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.